Augustinerblindheit. Augustiner blinzelt. Warmes Sonnenlicht flitzt zwischen den Wimpern vorbei, verschwindet in der dunklen Iris. Weiche Wimpern bringen es zum Brechen, Biegen. Rechts, links jagt Licht an ihnen vorbei. Iris und Auris schlucken das Licht hungrig, sehnen sich nach mehr. Zeit: Freitag auf Samstag. Ort: Die Zielperson A befand sich nahe der Sonne. Ursache: Das Sonnenlicht berührte ihre Augen. Wirkung: Iris und Auris, Terroristen der ersten Stunde, wurden geboren. Terroristen der ersten Stunde? Sind Iris und Auris Terroristen? Was heißt Terroristen? Unzählige Begriffe schwemmen sich hier auf. Gewaltaktionen, um Wandel herbeizuführen. Französische Revolution. Wahl der Waffen. Wahl des Ziels. Gefährdung der Zivilbevölkerung. Drohungen, Fanatiker. Blut im Namen Gottes. Selbstmordkandidaten, Sprengstoffattentate, Bomben, Entführung und Forderungen. Augustine klickte auf das Icon daneben. Man sieht einen langsamen Rundumblick im Gewächshaus. Beim Zoom auf die Pflanzen, beim Ausgang, verhängt sich der Ausschnitt im Grün. Dabei hört man rauschig, aber das ist doch schon vorbei, das Möschen kommt aber auch wie ewige Schallplattenrillen, die doch der Krieg, der heilige Vater. Wer will das? Die Mutter fragen wir erst gar nicht. Was hört man da? Aber das Gewächshaus ist es. Das steht fest. A war an einem Ort, der Körper beraubt wurde. Im leeren Raum. Ursache? Psychische Gründe oder Ausbildung im Kampfsport. Wirkung: A nahm tierischen Charakter an, sie wurde für 240 Sekunden zu einem Eichhörnchen. Das Gelesene geht an ihr vorbei, sie hängt noch am Gehörten. Aufsprengen, das ist ihr hängen geblieben. Aufsprengen, hat Auris gesagt. Eindringen, aufsprengen. Das nährt Augustiners Verdacht. Vielleicht sind sie sogar von der Spezialeinheit und bei einer Terrororganisation. Also führen zwei Doppelleben. Das kann man auch nicht ausschließen. Aufsprengen, durchzuckt das Augustiner heiß. Genau. Genau. Der Mann in der Untergrundbahn, das ist er. Der war mit von der Organisation.